Ich bin im vierten Jahr Schulleiterin der Philipp-Reiß-Schule in Gelnhausen. Wir sind eine Grund- und Hauptschule mit Schubklassen und freiwilligem 10. Hauptschuljahr, Vorlaufkurs und Vorklasse mit knapp 600 Schülern. Und wir haben 68% Schüler mit Migrationshintergrund. Ein großer Schwerpunkt sind unsere Schubklassen. Schub steht für Schule und Betrieb. Schüler sind bei uns 2 Tage in einem Betrieb ihrer Wahl. Die Schüler sind an diesen 2 Tagen im Praktikum und erleben dort die Arbeitswelt, die Lebenswirklichkeit draußen. Wir haben ein sehr großes Feld an Kooperationspartnern. Das sind einmal unsere regionalen Betriebe. Da hilft uns vor allem die Zusammenarbeit im Bereich Arbeitskreis Schule-Wirtschaft. Und dann haben wir ganz viele Institutionen, die uns unterstützen. Die Gesellschaft für Wirtschaftskunde in Hanau, die mit uns die Talentewerkstatt in der Jahrgangsstufe 8 ermöglicht. Für uns ist wichtig, dass alle Schüler nach der Schule einen Anschluss bekommen. Egal ob in einem Ausbildungsplatz, einem Arbeitsplatz oder in Form von weiterführender Schule.